In dieser Übersicht ist gezeigt, wie sich aus einer Blüte die Frucht mit den darin enthaltenen Samen entwickelt und wie aus dem Samen die junge Pflanze der nächsten Generation heranwächst. Hier oben ist die Blüte gezeigt und hier die reife Frucht mit Samen. Wir alle wissen, dass Blüten ganz anders aussehen als reife Früchte. Ein Blumenstrauß und eine Früchteschale haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Tatsächlich ist eine Blüte und eine Frucht aber dasselbe. Es ist die gleiche Struktur, einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung. Die Blüte ist das frühe Stadium, die Frucht mit den Samen darin das späte Stadium. Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Eine Frucht ist eine Blüte im Zustand der Samenreife. Alles, was vollentwickelte Früchte und Samen ausmacht, ist in der Blüte drin bereits angelegt. Teilweise noch mikroskopisch klein, aber bereits da und bereit heranzureifen. Nach der Befruchtung entwickeln sich vier Strukturen in der Blüte weiter und werden zu Frucht und Samen. Sie sind hier farbig markiert. Die Samenanlage besteht aus der befruchteten Eizelle in grün, der befruchteten Zentralzelle in blau und den Integumenten in dunkelgrau. Aus diesen drei Strukturen entwickelt sich der Samen. Umgeben ist die Samenanlage vom pinkfarbenen Karpell. Verfolgt man das weitere Schicksal dieser vier Strukturen, kann man nachvollziehen, wie Früchte und Samen entstehen. Die befruchtete Eizelle entwickelt sich zum diploiden Embryo. Er ist wie die Eizelle grün dargestellt und wird auch als Keimling bezeichnet. Aus der befruchteten Zentralzelle geht das blaue Endosperm hervor. Das Endosperm ist triploid und ein Nährgewebe für den Keimling. Es ist eine Art Vorratskammer für den Embryo, aus der er bei der Keimung Energie und Bausteine beziehen kann, um die ersten Blätter und Wurzeln bilden zu können. Die äußerste Schicht des Fruchtknotens ist das Karpell. Es wächst zur Frucht heran. Diese Abbildung veranschaulicht schön, wie die Angiospermen oder bedecktsamigen Pflanzen zu ihrem Namen gekommen sind. Der Samen entwickelt sich im Innern der Frucht und wird dabei von ihr umschlossen oder eben bedeckt. Erfolgt die Ausbreitung durch Tiere, ist die Frucht oder zumindest Teile davon fleischig-saftig. Diese Variante ist oben gezeigt. Die fleischig-saftige Frucht dient dem Tier als Nahrung und verleitet es, die darin enthaltenen Samen ebenfalls zu verschlucken. Oft ist die Samenschale so stabil ausgebildet, dass Zähne und Verdauungsenzyme dem Keimling im Innern nichts anhaben können. Nachdem die Frucht verdaut ist, werden die intakten Samen ausgeschieden. Vom Kot gut gedüngt, keimen sie aus und starten gut gerüstet ins neue Pflanzenleben. Die Frucht kann auch ledrig derb ausgebildet sein, wie hier unten. Als Beispiel sind Flughaare für die Verbreitung mit dem Wind und Haken für den Transport im Tierfell gezeigt. Zwei weitere Varianten sehen wir hier. Der Samen beim Ahorn ist im Innern dieser Verdickung untergebracht. Und der Flügel ist die Frucht. Nichts, das ein Tier gerne fressen möchte. Rechts ist eine längs aufgeschnittene Kokosnuss. Der Samen im Innern wurde entfernt. Übrig geblieben ist hier lediglich die Frucht. Sie besteht aus der bekannten dunkelbraunen harten Schale und einer dicken, faserigen Schicht. Die faserige Schicht verrät, dass auch Kokospalmen gelegentlich von einsamen Sandstränden träumen, denn als eine Art Schwimmhilfe verleiht sie im Meer genügend Auftrieb, um wie ein Floß die Ufer ferner Küsten erreichen zu können. Frucht und Samen sind ein Gemeinschaftswerk von drei verschiedenen Generationen. Die gesamte Frucht und die Samenschale stammen von der Mutterpflanze bzw. dem Sporophyten der Elterngeneration. Ihre Zellen sind genetisch identisch mit der Pflanze, an der die Frucht heranreift. Die Gametophyten, also der Embryosack und die Pollenkörner, waren die zweite Generation.
Sie haben keine physischen Strukturen oder Gewebe hinterlassen. Dafür leisteten sie einen genetischen Beitrag. Von ihnen stammen die Chromosomensätze des Embryos und des Endosperms. Der Embryo ist der Sporophyt der Folgegeneration. Wenn alles gut geht, steht ihm ein langes Pflanzenleben bevor. Das Endosperm jedoch blickt einem kürzeren Dasein entgegen. Bereits während der Samenkeimung wird es vom Embryo verdaut. Schließlich trennen sich Frucht und Samen. Die Frucht wurde entweder von einem Tier verdaut oder von Pilzen und Bakterien abgebaut. Sind die Bedingungen günstig, keimt der Samen aus. Jetzt übernimmt der Embryo das Kommando. Als erstes frisst er das Endosperm auf, wie ein Teller Spaghetti. Damit ist er ausreichend mit Energie und Bausteinen versorgt, um die ersten Wurzeln und Blätter bilden zu können. Der Keimling beginnt sein Leben wie die Tiere, Chemo, Organo, Heterotroph. Schließlich ist der Teller leer und vom Endosperm nichts mehr übrig. Auch die Samenschale hat ihre Aufgabe erfüllt und kann zerfallen. Die Jungpflanze hingegen beginnt mit der photolithoautotrophen Lebensweise. Sie streckt ihre ersten Blätter in die Sonne und macht Photosynthese, wohlversorgt mit Wasser und darin gelösten Nährstoffen aus den Wurzeln.